netten Leuten passiert. Wehrt euch, Fett! Ich wehre mich ja! Alter, dieser Typ! Ich werde euch finden! Ich bin hier! Ich schaffe nicht alle von euch, das halte ich aber für ein Gerücht. So ist richtig. Alter, das sind aber mächtig viele hier. Aua! Jetzt wollte ich ihn gerade wegschießen. Na komm doch! So, haben wir das auch mal. Mann, 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 erstmal wieder ein Käffchen trinken. Das gibt wieder Tinte auf dem Füller. Und jetzt, aber hier scheint der Hund ja nix. Neue Arbeit verfügbar, die Attentätergilde. Was ist denn das für eine Arbeit? Quests, Karten, Stellen. Verübt ein Attentat auf das Ziel, das die Gilde ausgewählt hat. Ich denke ja nicht dran, ich arbeite auch nicht für die Attentätergilde. Außerdem habe ich die auseinandergenommen. Was wollen die denn von mir? So, der Hund scheint hier nicht zu reagieren. Ich würde sagen, wir laufen mal nach Westcliff durch. Auf die Beine, was? Was sagst du? Auf die Beine? Auf deine? Du hast den Hund geschlagen! Da kenne ich keinen Erbarmen! So. Das müsst ihr mir beibringen. Das hier auch? So, haben wir das. Hund, wie geht's dir? So, Bells Forschung. Info. Höhle an einem Strand. Vermutlich nicht weit von einem Gebiet, wo bla bla bla. Ist das eine Kiste? Nee. Okay, jetzt kommen noch gleich die Belverines. Jetzt kommen noch gleich die Belverines. La 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 la. Ach nee, Banditenküste. Aua. So, kann man den runterschubsen bitte? Na also. Und den auch nochmal runterschubsen. Super. Und dann geht's hier weiter. Aua. Hey, er mag euch. So, von unten kommt da nichts mehr hoch. Ne, nee. Hier war, glaube ich, die Küste, wo wir schon mal waren. Aua, ich wollte... Falsche Taste. So, war das die Küste, wo wir schon mal waren? Das kommt mir ja so bekannt vor. So, ist hier mal Ruhe. Hundi, wo bist du? Komm mal her. Och, armes Hundi. Eben warst du noch fit. Komm mal her, Hundi. Komm mal her. Hallo, lass dich mal anwählen. Ich kann den Hund gar nicht anwählen gerade. So, mach ich mal Hund und dann machen wir mal ganz kurz Leckerli.
Komm mal her, guck mal hier. Dann geht's dir wieder besser, hm? Das ist ein Zauberknochen. So, Superhund ist wieder da. Natürlich, hast du wieder was gefunden? Ein Grabungsort? Hast du einen Grabungsort gefunden? Natürlich hat er was auch sonst. Bietet sich ja oben aber auch ein bisschen an. So, dann gucken wir mal ganz kurz, was hier vergraben wurde. Yeah! Was haben wir denn da? Es ist unfassbar, es ist ein Amethyst. Freue ich mich. Edelsteine kann man nie genug haben, aber wir sind eh so stinkend reich. Dass es eigentlich eine Schande ist. Hallo, Freunde! Was glaubt ihr? Was? Was? Ich glaube gar nichts. Ach so, der lebt ja noch. Entschuldigung. Habe ich übersehen. So, hier könnte man theoretisch ja Sklaven befreien, aber heute ist mal... Heute sind die Vögelchen mal ausgeflogen. So, mit Wegschießen sind die echt viel einfacher. Da braucht man sich gar nicht die Hände schmutzig zu machen. Da kommen wir nicht hoch. Ich glaube aber, wir sind sowieso falsch. So, war's das? Also ist jetzt mal gut, um Erfahrungspunkte zu sammeln, aber ist jetzt nicht so spannend. Ich würde eigentlich viel lieber das Artefakt finden, weil da müssten wir eigentlich bald durch sein. Ich weiß gar nicht, wie wir der Alten schon gebracht haben. Das kann ja nicht unendlich viel sein, aber wenn ich mir angucke, wie viel... Brightwood. Ich wollte gar nicht nach Brightwood, scheiße. Ich wollte doch eigentlich genau in die andere Richtung. Mist. Ich mache jetzt mal Folgendes. Pass auf. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Pass auf. Während des Ladebildschirms. Sekunde. Alter, ich kann nicht schreiben. Fable 2 Archäologen. Archons Traum will ich nicht. So, Westcliff haben wir letztes Mal, Edelsteingrotte, wo ist die denn? Ich vermute mal, wir müssen in die Edelsteingrotte, das denke ich mir gerade mal ein bisschen so aus. Ich auch. In die Edelsteingrotte. Wo ist denn die Edelsteingrotte normal? Gebiete? Gildenhöhle, Gärten. Edelsteingrotte? Wo ist denn die? Ich weiß überhaupt nicht mal, wo die ist. Westcliff? Ich suche das mal ganz kurz. Also irgendwie, das ist ja sehr merkwürdig. Einen Moment. Level 2 Edelsteingrotte. Wo ist die denn nochmal? Brauche Hilfe. Edelsteingrotte, das Fable-Wiki. Alter, habe ich viele Tabs offen, da sehe ich kaum noch was. Schreibe deinen zweiten Artikelabschnitt hier. Schreibe deinen ersten Abschnitt hier. Überschrift, Überschrift. Das ist eine tolle Wiki. Das ist eine super Wiki. Haben sie einfach Seiten angelegt, damit man die bei Google findet, aber da ist nichts. So.
Geh in die Hopphöhle von Rookledge aus gesehen und kämpf dich da durch. Wenn du am Ende von der Hopphöhle angekommen bist, müsstest du auf einem Sandstrand sein. Okay, die Hopphöhle, wo war die denn nochmal? Wo war denn die Hopphöhle nochmal? Gildenhöhle, haben wir die wenigstens hier? Nee, haben wir auch nicht. Hopphöhle. Hä? Rookridge Hopphöhle. Nein! Jetzt habe ich auch so einen Doppelklick gemacht. Okay, wir kriegen das schon hin. Jetzt machen wir mal so, wir machen jetzt erstmal die Archäologin, ne? Dann klappern wir die erstmal ab. Dann haben wir die ganzen Dinger mal. Und ja, jetzt gucke ich halt mal heimlich nebenbei in die Lösung, aber einfach nur, weil ich jetzt im Let's Play nicht wirklich alle Karten nochmal abklappern will oder alle Gegenden. Das wäre irgendwie auch doch ganz schön oll, muss ich sagen. Schlimm genug, dass überall wieder irgendwelche Dinger spawnen. So, wir sind ja eh gerade in der Nähe. Pass auf, Quests, Karten. Gebiete. Rookridge. Die Hopphöhle, da haben wir sie ja. Ach, das war doch da, wo Tommy... Nee, das war eine andere Hopphöhle. Das war ja die bei Oakway. Oakfield. Ja, Oakfield war das. Da war ja der Schwuppentommy unterwegs. Der Tuntentommy, Entschuldigung. Und hier... Hier kann man schön tauchen. Haben wir auch noch nicht gemacht im Let's Play. Ist ja erst 1000 Jahre alt. Egal, früher musste man die Angel auswerfen, heute muss man tauchen. Deswegen dachte ich eigentlich, dass wir da eine Angel brauchen, um die Sachen da rauszuholen. Hallo? Schon alle tot? Unglaublich. Gegen wen kämpfen die da hinten? Ja, ja, Grabungsort, natürlich Grabungsort. Lalalala. So, lebt er noch? Jetzt nicht mehr. Okay. Ja, ja, Grabungsort. Dann zeig doch mal den Grabungsort. Es gibt ja nichts Schöneres als all diese 3 Milliarden Grabungsorte hier. Ach, direkt hier. Ich dachte schon. Ich dachte, er will mich verarschen. Okay. Yeah! So, wir kämpfen uns Weisheitsblaubeerkuchen. Ich freue mich sehr. Wir kämpfen uns hier einmal durch die Höhle. Okay, das war doof. Diese Hops sind merkwürdig, was die sich alles für Stelzen machen zum Schießen und sowas. Bring mir halt ins Fadenkreuz. Auch sehr nett. Und noch ein Grabungsort. Na, sag mal an. Hier? Hier? Yeah! Was finden wir denn diesmal? Ich bin sehr gespannt. Es ist ein verwässerter Erftrank. Endlich ein verwässerter Erftrank. Nur deswegen spiele ich Fable. Es ist der schönste Tag der Welt, wenn man einen verwässerten Erftrank findet. Komm mal da hoch. Ich schwebe. Okay, wir kommen da hoch. Hey, habt ihr Gesundheit oder Tränke? Ihr habt's nicht drauf. Das ist klar. Ich wünsche, diese roten Augen würden wenigstens irgendwas bringen, dass man jetzt zum Beispiel Gargoyles einfach mal ausmacht mit so einer Art Radarsicht. So. Die habe ich auch nochmal ganz kurz geholt. Ja, ja, ja. Zu dir kommen wir ja gleich. Hoffe ich zumindest.
Ist er das da oben? Vielleicht hinter dem Querbalken? Ist er das? Das kann ich dir genau erklären. Ich erkenne meinen Feind. 29 von 50. Vielleicht kriegen wir doch noch alle kaputt. Aber da müssen wir auch wieder eine Völkerwanderung machen. Ach, da. So. Hallo? Haben wir jetzt alles? Also langsam müsste man aber auch hier mal durch sein. 16.000 kriegen wir wieder. Ich glaube, mit den Mieteinnahmen müssen wir echt nie wieder Waffenhandel betreiben. Lalalala. 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 So, lebt da noch einer? Ist einer entkommen? Ich weiß es gar nicht. Lass mich in die Höhle rein. Da ist nichts. Hallo? Wo geht's denn hier lang? Ich will da gar nicht springen, ehrlich gesagt. Ja, 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 ich höre da immer noch Hops. So, Ex und Hops sozusagen. So, ja, 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 ist ja gut. So, auch da haben wir aufgeräumt. Hier war hier mal ein Troll. Huch. Kleine Zitterpappel, hier überall Fleisch. Wir sind ja wohl im Vorratsraum. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal hier waren. Ich habe keine Ahnung. Ach, da wären wir von der Seite gekommen. Okay, da wären wir runtergesprungen, direkt da gelandet. Egal. Das ändert ja nur auch nichts. Aber hier gibt's sonst nichts, ne? Hier, wenn wir hier mal so gucken, auch kein Grabungsort. Das ist ja aber ungewöhnlich. Ich glaube, die Hops sind vernünftiger als Menschen. Die vergraben ihren ganzen Scheiß nicht einfach draußen, sondern verwahren den sicher in den... Ich wünschte, ich hätte nichts gesagt. Okay, noch ein Grabungsort. Dann zeig mal her. Es leuchtet hier... Sehr merkwürdig. Es leuchtet hier so blau. Yeah! Was finden wir denn da? Ein Silbersch... Oh, das ist aber geil. Einfach mal einen Silberschlüssel finden, finde ich sehr geil. Oh. Lalalala. Alter! Ihr seid verletzt! Ich fühle mich empfindlich verletzt! Boah, die Xbox hat echt Probleme. Hier sind so eine Horde von Feinden. Ja, ich glaube, die Xbox hat ein bisschen Probleme. Bams! Bams! Na. Was immer das ist, es flimmert und ich krieg es nicht. Aber die Erfahrungspopel sind mein.
stimmt, hier waren ja die Selbstmörder. Da hat mich gerade einer der Selbstmörder erwischt. So rum war's. So, das war auch einer der Selbstmörder. Sehr gut. Den haben wir erwischt. Die Frage ist nur, warum bellt der Hund die ganze Zeit und freut sich so? Ich weiß es nicht. So, dann kommen wir hier durch die Haupthöhle durch. Zurück nach Rookridge, ist das richtig? Theoretisch ja, nur in der Praxis leider nicht, wie sich in der nächsten Folge herausstellen wird. Da nämlich müssen wir leider noch zurück durch die Höhle, aber zum Glück werden keine Hops mehr vorhanden sein. Ich spoilere das jetzt schon mal ein bisschen, aber wir werden trotzdem auf jeden Fall noch das nächste Stück der Archäologie finden. Und ist eigentlich jemand mal aufgefallen, wie viel Hundertschaften, Tausendschaften wir im Namen der Archäologie wegmetzeln müssen? Das ist ein richtiges Massaker, Alter. Das ist Genozid. Das lässt sich doch nicht mehr rechtfertigen. Meine Fresse. Naja, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Dankeschön. Tschüss.